Guten Tag und herzlich willkommen beim Spielecafé der Generationen. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, haben wir einen Blog auf www.jungundaltspiel.de, wo eine Gruppe von Rezensenten neue Spiele bespricht, testet und dann bespricht. Und da findet man meine Rezension oder vor allem auch viele Rezensionen von Olli Clemens. Und Olli ist heute mein Interviewpartner, denn er arbeitet in einer Gesamtschule und setzt in seinem Unterricht und außerhalb des Unterrichtes Brettspiele ein. Also wir beiden haben schon recht schnell festgestellt, wir verstehen uns einfach und haben auch einen ähnlichen Spielegeschmack. Und das, was er mir erzählt hat, fand ich aber trotzdem überraschend. Viel Spaß! Okay, machen wir das doch mal. Okay, ich habe das abgezeichnet. Sehr schön. Grüß dich, Olli. Schön, dass du Zeit Jan. Hast für ein Interview für Spielecafé der Generationen. Ich habe ja gerade schon im Vorspann ein bisschen was über dich erzählt. Und du bist Lehrer im Saarland. Genau, weit weg von dir. Hallo, Paul. Schön, dass wir uns auf diese Art und Weise wieder treffen können. Das war wirklich jetzt schon lange überfällig, dass wir wieder miteinander quatschen. Genau, ich sitze im Saarland, weit weg von dir, in einem kleinen Ort namens Gersheim und der ist tatsächlich direkt an der deutsch-französischen Grenze. Also so ziemlich weiter kann es nicht mehr gehen als bis zu uns an die Schule. Ja, und was für eine Schule ist es, wo du arbeitest, Olli? Wir sind eine Gemeinschaftsschule. Dieser Name ist ein bisschen ungewohnt vielleicht für viele. Das ist das alte Konzept der Gesamtschule, auf eine saarländische Struktur angepasst. Und wir bieten den Schülern und Schülerinnen von Klasse 5 bis 13 die Möglichkeit, alle Schulabschlüsse zu machen. Und wir verstehen uns als eine Schule für alle. Und deswegen sind wir eben auch alle da, alle Kinder mit allen Voraussetzungen, mit allen Hintergründen. Und das treibt uns an und treibt uns um. Ja, und dann kamen wir irgendwie im Gespräch mal drauf, das fand ich total spannend, dass du Brettspielpaten quasi ausbildest. Super Geschichte, erzähl doch mal, das interessiert doch mehr Leute. Ja, natürlich ist es in der ersten Linie eine pädagogische Sache, die wir da vorantreiben. Ich habe gerade eben schon gesagt, wir sind eine Schule für alle und das bedeutet auch, dass wirklich Kinder mit jeder Form des sozialen, familiären Hintergrunds zu uns kommen, mit jeder Form der Leistungsbereitschaft oder auch der Leistungsverweigerung, so dass wir uns sehr viel Mühe geben, diese Kinder nicht nur fachlich fit zu machen für Schulabschlüsse, sondern eben ihnen auch so ein Werkkasten mit sozialen Kompetenzen anzubieten. Und da machen wir ganz viel ab der Klasse 5. Wir haben da ein ganz super ausgearbeitetes Konzept, das viel ineinander greift. Und als letzter Baustein kam 2019 die Idee, Mensch, Spielen schult nicht nur die Persönlichkeit und den Charakter, sondern hilft dir auch, dich als soziales Wesen in einem begrenzten Raum, der klar definiert ist durch Regeln, sicher zu bewegen. Und gepaart haben wir das mit dieser Idee Spielen für Toleranz, was für uns eine ganz wichtige Leitprämisse in unserem Arbeiten ist und haben erst einmal angefangen, haben für die ganze Schule einen Spieltag organisiert und haben gesagt, 3 Stunden hat jede Klasse, jeder Jahrgang, jede Schülerin und Schüler die Möglichkeit zu spielen. Das haben wir gemacht, da war die Presse da, das war alles toll. Haben daraus ein Konzept erarbeitet und dann kam, wie für viele andere Sachen, erstmal Corona dazwischen. Jetzt haben wir 2022 und es läuft wieder. Und wenn du wissen möchtest, was ein Spielpart ist, dann kann ich dir sagen, dass das momentan so Leute sind wie Lars, wie Nils, wie Amad, Zoe, Tim, Damian. Das sind alles Kinder aus meiner Klasse, die momentan so 11, 12 Jahre alt sind, die einfach viel Bock haben zu spielen. Die haben angefangen mit mir, sich nachmittags in der Schule zu treffen. Die sind da geblieben wir haben zusammen gespielt. Und irgendwann habe ich gefragt, ja sag mal, welches Spiel könnt ihr denn jetzt eigentlich gut erklären? Und da haben sie sich ein Spiel ausgesucht. Der eine sagt, ich sage, Wonders Architects. Der andere sagt, Silver and Gold.
Der dritte hat sich zugetraut, wiederum Piratencovern zu erklären. Und ich dachte, ja, gut, kommt, lass uns das mal ausprobieren. Wir gehen jetzt mal in eine andere Klasse. Und so ist die Idee der Spielepartner entstanden. Es sind also Kinder, die in der Lage sind, über ihre eigene Motivation des Spielens ein Spiel anderen zu erklären und sich mit ihnen an den Tisch zu setzen und diesen Kindern wiederum das Spielen zu ermöglichen. Ja, das heißt ja zum einen, dass sie das Spiel, was sie dann erklären, besonders gut beherrschen, dass sie das einfach komplett kennengelernt haben. Und die zweite Kompetenz ist eben, wie erkläre ich das anderen Kindern? Das ist ja auch ein sprachlicher Aspekt und ein kommunikativer Aspekt. Also das ist eine prima Geschichte. Genau, und wenn du das natürlich jetzt im Kontext einer Schule reinsetzt, ich kann Wissen mir aneignen, ich kann Wissen vermitteln, dann bist du natürlich schnell an so einer Idee des selbstorganisierten Lernens. Und dann sind wir wieder bei dem Konzept unserer Schule, denn das ist etwas, was wir unseren Schülern und Schülerinnen ermöglichen möchten, dass sie über die Selbstaneignung, komplexe Sachverhalte in allen Bereichen sich selbst und im Austausch mit anderen so aneignen können, dass sie einen Vorteil davon haben. Und das Lernen halt mehr ist als nur Fakten in den Kopf reinbringen, sondern tatsächlich auch mit diesem Wissen etwas anfangen können. Und so schließt sich halt wieder der Kreis. Ja, also erstmal absolut nachahmenswert. Das ist eine tolle Sache. Und du sagtest im Dankeschön. Anfang, wir haben das in die Schule mitgebracht. Ich kenne dich als absolut spielbegeisterten Menschen und Familienvater. Und dann heißt es, du hast Kollegen mitgezogen oder seid ihr mehrere, die von der Idee begeistert sind? Ja, also wir haben in unserer Schule eine Teamstruktur. Das bedeutet, die Jahrgänge haben feste Kolleginnen und Kollegen, die dort als Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer arbeiten. Und ich habe das Glück, mit wunderbaren Leuten zusammenzuarbeiten, die auch immer wieder gerne spielen. Und dann kam die Idee, Mensch, wollen wir das nicht einmal für zuerst unseren Jahrgang anbieten, dann vielleicht auch für die Schule anbieten? Und zu diesen Leuten gehört auch die Schulleitung, denn ohne das Okay einer Schulleitung und das Vertrauen darin, dass wir etwas Vernünftiges machen, was die Schule weiterbringt, läuft natürlich gar nichts. Und so ist aus dem kleinen Kern von ursprünglich drei Personen dann eine größere Personenzahl geworden. Und jetzt haben wir auch die Situation, dass wir immer mal wieder Klassen haben, die vorbeikommen, haben gesagt, dürfen wir uns den Spieler ausleihen? Wir haben so einen Schrank mit etwa 50, 60 Spielen, die da mittlerweile reingewandert sind. Und die Antwort ist natürlich immer ja. Und dann ist die Frage, ja, aber kann uns das jemand erklären? Und dann haben wir natürlich genau die Leute, die dann mitgehen. Das ist nicht immer so einfach, denn du schickst natürlich lieber jemanden zu einer Spielesituation mit, wenn er nicht gerade Mathematik oder Deutsch oder Fremdsprache hat. Aber da ist eine hohe Toleranz. Und die Schüler wissen auch, in welchem zeitlichen Rahmen sie wegbleiben dürfen. Okay. Ja, ich kenne das hier in einem ganz anderen, kleineren Rahmen hier in der Grundschule in Weißenburg, wo dann der Elternbeirat sagte, also wir wollen unser Geld mal sinnvoll investieren. Wir möchten Brettspiele anschaffen für die Pausen der Kinder. Und dann haben sie mich gefragt, jemanden bei der Auswahl zu helfen. Also es braucht vor Ort eigentlich immer jemanden, der Spaß hat an Spielen. Also einfach was anschaffen, hinstellen, das reicht ja nicht. Genau. Jetzt kommt natürlich etwas ins Spiel, wofür wir in der Schule euch ganz dankbar sind. Das ist nämlich das Siegel, das der Verein Jung und Alt spielt, Spielecafé der Generation, an diese Spiele verteilt, die sich besonders dafür eignen, dass Jung und Alt zusammenspielen. Das ist immer eine ganz gute Orientierung. Und es hat sich oft gezeigt, dass diese Spiele halt auch von den Kindern sehr häufig nachgefragt werden. Wir haben gerade eben schon über Seven Wonders Arctics, glaube ich, so ansatzweise gesprochen. Das ist ja auch ein Spiel, das jetzt Siegel trägt. Das ist schon eine Orientierung. Und einfach nur was reinzuballern, hilft natürlich nicht. Wir haben einen Förderverein, der immer sehr unterstützend ist, wenn es auch darum geht, Geld zur Verfügung zu stellen. Aber das meiste tatsächlich läuft momentan über eine Kooperation mit den Verlagen, dass wir dort anfragen, dass wir unser System und unser Konzept vorstellen und dass wir auch präsentieren, wie wir das pädagogisch eingearbeitet haben, eben dahingehend, dass Menschen soziale Kompetenz erwerben sollen. Ja, das ist natürlich aufwendig. Der ist der Weg, wenn ich jetzt einfach mit sowas mal anfangen will, erstmal über einen Elternbeirat, um an Mittel zu kommen, mal der einfachere. Und ich brauche natürlich vor Ort irgendwo einen Schrank,
wo dann auch andere Klassen mal zu bestimmten Zeiten zugreifen können, also wie praktisch eine Schulbücherei. Und jemand, der sich darum kümmert, dass das alles auch beieinander bleibt und zurückgegeben wird und so weiter, das ist auch Aufwand, oder? Paul, da spricht der Bibliothekar in dir, der das jahrelang Ja. gemacht hat. In Ja. der Schule sieht es anders aus. Du hast einen Raum, der wenig frequentiert wird. Du hast einen Schrank, der ist vollgestopft. Es läuft im Prinzip immer über das Klopfen am Klassensaal, zu egal welcher Zeit am Morgen im Unterricht und der Bereitschaft, auf einen solchen Wunsch einzugehen. Natürlich hast du auch öfters mal Situationen, wir haben so etwas wie Klassenleiterstunde, das heißt, da werden die Themen der Klassen besprochen, da haben wir Zeit, dass dann schon im Vorfeld jemand sagt, ey, können wir uns was ausleihen, können wir uns einen Spielpartner noch zu ausleihen, der die Spiele erklärt, aber ansonsten musst du halt flexibel bleiben. Und das Problem ist natürlich in der Schule, wenn etwas offen irgendwo rumsteht, kann es sein, dass es übermorgen nicht mehr rumsteht. Deswegen haben wir da schon auch ein großes Interesse daran, dass dann doch eine Tür da ist, die gesperrt werden kann. Ja, Ja, okay. wie es halt in der Schule ist, den Schlüssel hat immer die erwachsene Bezugsperson. Das sind momentan Okay. wir Kolleginnen und Kollegen. Ja, und sag mal, Olli, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt dann Kinder begeistert hast für Spielen. Das habe ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe in der Mittelschule mal so eine Aktion vor den Ferien angeboten für 2 Klassen mit Spielen. Die waren also alle mit Spaß dabei. Bekommst du mit, dass die Kinder das dann in die Familien tragen, dass diese Spiele auch in den Familien dann gespielt werden? Ja, und gleichzeitig bekomme ich mit, wie schwierig das ist. Also wir haben im Kern dann die Kinder, die auch sich trauen zu fragen, darf ich das Spiel mitnehmen? Und dann sage ich selbstverständlich, dann wird ganz kurz abgeklärt, in welchem Zustand die Spiele wann wieder zurückkommen sollen und das funktioniert unproblematisch. Die Kinder wiederum treffen in ihrem familiären Umfeld dann allerdings auf die Situation, dass eigentlich niemand Lust hat, mit ihnen zu spielen. Das heißt, die putzen genauso Klinken für die Spielbegeisterung, wie wir das auch tun, wenn wir uns einfach mit einer Gruppe von Erwachsenen treffen und sagen, habt ihr Lust, was zu spielen und ganz komische Blicke ernten. Aber da sie ja den Rahmen haben, in der Schule miteinander zu spielen, ist das schon mal ganz viel wert. Und da haben die halt auch so, wie du und ich und jeder andere auch so ihre festen Spielgruppen. Leute, mit denen sie am liebsten spielen, Leute, mit denen sie gern spielen, dann Leute, die sie wiederum dann halt auch anfragen können. Das Wichtigste ist halt, dass wir tatsächlich über dieses Brett spielen und das analoge Spielen einen Kontrapunkt setzen in der eigenen Freizeitgestaltung hin zum digitalen Spielen. Auch wenn wir als Schule die digitale Kompetenz sehr wertschätzen und versuchen, unsere Schüler da fit zu machen, sehen wir das doch schon kritisch, wie viele Stunden einfach mit dem Zocken einer Konsole oder am Handy draufgehen, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise aufgefangen wird oder diskutiert wird oder vielleicht auch kritisch hinterfragt wird. Und wir haben natürlich auch beim Brettspielen dann die Möglichkeit, auf das ein oder andere Verhalten eines Kindes einzuwirken, der sich zum Beispiel tierisch aufregt, wenn er verliert, oder der zum Beispiel auch überhaupt gar nicht damit umgehen kann, gewonnen zu haben und dann dermaßen dick aufhört, dass die anderen total genervt weggucken und sich denken, naja, mit dieser Person habe ich eigentlich keine Lust mehr zu spielen. Also da merkst du, dass das Spielen tatsächlich in den Kinderzimmern sehr wenig vertreten ist und dass es gut ist, dass wir daran arbeiten. Ja, und das Ganze einfach dann auch nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger, sondern einfach über Spaß. Ne? Also Paul, wir das wollen nur Spaß haben. Weitergeben. Vor allen Dingen wollen wir Spaß haben und Ja. dabei uns in unserer Persönlichkeit schulen. Das ist Ja, das Wichtigste. ja. Ja, man liegt das jetzt an der Zusammensetzung deiner Schülerschaft oder beobachtest du das generell, dass in den Familien weniger gespielt wird? Weil ansonsten sagt man ja, Brettspiele sind wieder im Trend, aber spielt man mit den Kindern nicht so viel, wie man es mal gemacht hat? Ich glaube tatsächlich, dass dieser Trend sich immer erst noch entwickelt. Ich glaube tatsächlich, dass der Trend dahin geht, dass erwachsene Menschen sehr stark, sehr häufig, sehr intensiv spielen, damit auch so die Sammelleidenschaft befriedigt wird. Ich glaube tatsächlich aber, dass Kinder eher dazu neigen, sich digital zu unterhalten und das erst sich noch aneignen müssen. Und ich glaube, das leite ich jetzt ab aus dem, was ihr zu Hause vorfinden, wenn wir so rumfragen, Mensch, was habt ihr denn zu Hause? Ein Monopoly-Spiel liegt dort immer noch. Es liegt möglicherweise ein Doppel irgendwo rum und vielleicht ist irgendwo noch eine kleine Schachtel irgendwo hinten im Eck oder vielleicht gibt es noch ein Sageland. Das sind natürlich auch nicht die Spiele, auf die du total abfährst. Das sind auch nicht die Spiele, die du rausholen möchtest und entdecken möchtest. Sodass also auch diese eigene Begegnung mit dem Brettspiel sehr selten ist.
Was bei uns häufig gespielt wird, das sind so Kartenspiele wie Wutz, wo es darum geht, vier Karten zu sammeln oder jemanden mit den Karten über die Knöchel zu hauen. Also alles das, was du halt auch im Schwimmbad oder in der Pause machen kannst. Aber so die Schachtel aus dem Regal nehmen, aufbauen, sich vorbereiten, Ambiente schaffen, eine Bereitschaft mitzubringen, das scheint tatsächlich, da ist noch ein langer Weg zum Trend, zumindest mal bei Kindern und Okay. Jugendlichen in Und meiner wenn du jetzt Schule. mal so an den Bestand in deinem Schrank in der Klasse denkst und jemand fragt dich, Herr Clemens, spielen Sie das mit? Bei welchem Spiel könntest du da nicht Nein sagen? Oder gibt es da Lieblingsspiele, wo du sagst, oh ja, das mache ich gerne mit? Also ich mag in der Schule alles das, bei dem man sich ärgern darf. Denn es gibt auch mir die Möglichkeit, dass die Kinder, die mit mir spielen, mich als Olli entdecken und nicht als ihren Lehrer. Das heißt, ich darf da authentisch sein. Das ist immer richtig doll. Würfelspiele, bei denen man dann auch mal so einen Spruch raushauen kann oder bei denen man dann auch mal einen Spruch einstecken darf, fallen dann natürlich sofort ein. Was ich total gerne spiele, sind Spiele, die in Phasen ablaufen. Das heißt, wo etwas strukturiert nacheinander geht, damit sich Kinder darauf einlassen können, dass nach A, B kommt nach B, C und nicht nach A, F, um zurückzugehen zu B. Das mag ich ganz gerne. Ohne dass ich da jetzt Spiele nennen kann, aber das sind eher so die Strukturen, die ich mir aussuche, die ein Spiel bietet. Und manchmal ist es einfach auch nur wichtig, dass ein Spiel Ruhe reinbringt. Also das heißt auch Spiele, die eine hohe Interaktion bringen, das hältst du dann teilweise nicht aus, wenn dann an verschiedenen Tischen gespielt wird, weil halt jeder vor lauter Begeisterung schreit oder seinen Brust da raushaut. Manchmal sind es die kleinen Spiele, Roll-and-Ride-Spiele, wo du mit deinen Gedanken ganz erstmal allein bist, wenn du deinen Zug dran machst und das ist auch mal sehr angenehm. Gibt es denn Sachen, die du mit der ganzen Klasse spielen kannst, also vielleicht über Objektkamera oder andere Whiteboard-Möglichkeiten, dass alle mitmachen? Ja, da bin ich tatsächlich selber jetzt erst dabei, meine eigenen Erfahrungen zu machen. Auf der Spiel hatten wir den Educators Day, den ich besucht hatte, und da gab es wahnsinnige Anregungen. Für mich ist es weniger so sehr dieses Spielen mit der ganzen Klasse, das kannst du natürlich machen. Also wer den Kartograf kennt, der weiß, wie so etwas funktionieren kann. Du hast einen Plan, du kannst diesen Plan spiegeln, alle können das einzeichnen. Es gibt von Moses einen Haufen kleine Roll-and-Ride-Spiele, wo du das ganz genauso machen kannst. Was mir allerdings total spannend in Erinnerung geblieben ist, ist verschiedene Mechaniken von Spielen, die in Spielen gut funktionieren, in den Unterricht einzubinden. Du Was? kennst das Kneipen. Ja, du kennst das Kneipenquiz und du Ja. weißt ja, dass beim Kneipenquiz 5 Fragen gestellt werden. Du Ja. kannst genau diesen Mechanismus nutzen, um in einer kleinen Gruppe von 4 Personen 5 inhaltssichernde Fragen zu nehmen zu irgendeinem Thema, zum Beispiel zur Sprache in der Werbung oder zu Sehenswürdigkeiten in London. Und dann funktioniert das genauso. Oder du kannst ein Vokabellernen zu einem Rennspiel machen. Oder du kannst den Mechanismus von Just One nehmen, um zum Beispiel Begriffe, die für ein Thema wichtig sind, sei es um Fachgeschichte, sei es um Fach Gesellschaftswissenschaften oder sowas, zu benutzen. Und du hast genau diesen Eliminierungscharakter. Und am Schluss geht es gar nicht darum, ob jemand gewonnen hat, sondern du hast das immer gehört. In deinem Kopf hast du es hin und her gewälzt und hast dich mit den anderen ausgetauscht. Also da ist tatsächlich dieser Aspekt, ich spiele und nehme mir diese Mechaniken eines Spiels, um das im Unterricht so zu verkleiden, als wäre das ein Spiel, aber in Wirklichkeit ist es die Es ist Möglichkeit, effektiv zu Unterricht, lernen, ja. noch wichtiger. Und das sind wirklich Sachen, da bin ich Leuten, die mir das gezeigt haben, auf dem Educators Day, sehr dankbar und das macht auch Freude. Ja. Ja, viele, viele coole Ideen. Also ich denke, dass uns ein paar Pädagogen auch zuschauen und sich da eine Scheibe abschneiden können. Gibt es denn auch Kollegen, die sagen, boah, der nervt. Ja, also ich habe gerade eben von meinem Team gesprochen. Ich habe eine Kollegin, für die ist ein Spiel zu spielen wirklich eine Gratwanderung mit der eigenen Persönlichkeit. Die rote Grenze ist andauernd da. Und während wir anderen 6 wirklich laut lachend ein Spiel wie Top Ten spielen können, auf einer Burgruine, umringt von 80 Kindern auf dem Wandertag,
hat sie Probleme damit, dass es alles so laut und so turbulent ist. Und ja, aber solche Menschen holst du in ihrer Persönlichkeit ab und niemand muss spielen, sondern du stellst immer ein offenes Angebot. Das ist übrigens auch in der Klasse so, ne? Also wenn wir in eine Klasse reingehen, da gibt es immer Kinder, für die ist das grenzwertig, was da jetzt gerade passiert, ne? Sich einlassen zu können. Und da haben wir an der Schule eine sehr schöne Vereinbarung, das nennen wir die Butler-Regel. Die Butler-Regel heißt, wir verhalten uns alle so, dass es euch gut geht. Und wenn ihr möchtet, schaut doch erst einmal zu und sucht euch selber den Zeitpunkt, wo ihr einsteigen möchtet oder beobachtet von außen. Denn man kann auch Spaß haben oder Dinge lernen, wenn man einfach nur zuschaut. Und so ist das auch bei Kollegen. Und natürlich, wenn der Clemens mit Spielen kommt, dann wird das auch manchmal belächelt. Ja, aber ich kann ja auch über mich lachen und dann dürfen die auch lächeln. Das ist schon okay. Ich darf eigentlich auch anderen total auf den Keks gehen damit. Das nehme ich mir dann auch raus als Recht. Ja, also das Gefühl habe ich auch manchmal, dass ich ständig mit Spielen komme und manche Leute verdrehen dann die Augen, jetzt will er schon wieder was spielen. Ja, es muss das Fingerspitzengefühl haben zu sagen, jetzt bin ich mal ein bisschen vorsichtig oder so. Aber ich denke, bei deinen Schülern kommt das einfach super an. Ja, ich habe das eben schon angedeutet, es gibt dir halt auch so einen anderen Bereich deiner Persönlichkeit, den du preisgibst. Ne? Also du bist nicht der Lehrer, der alles immer zu jedem Zeitpunkt organisieren möchte, sondern du bist eine von den Personen, die am Tisch sitzen und du spielst mit. Und meine Schülerinnen und Schüler in der Klasse, die haben auch das Recht, mich beim Spielen zu duzen. Denn mit niemandem, mit dem ich an einem Tisch spiele, würde ich jemals auf die Idee kommen, diese Person zu siezen. Und das macht es natürlich auch noch total spannend. Ne? Oder wenn sie dann von den anderen korrigiert werden, nein, du darfst jetzt Olli zu ihm sagen. Erst in Englisch ist es wieder Herr Clemens. Ne? Also da entsteht einfach ganz viel. Ne? Sich in verschiedenen Terrains zu bewegen, sich in verschiedenen Situationen situativ angemessen zu bewegen. Zu wissen, dass du einer Person auf verschiedenen Ebenen begegnen kannst, das ist einfach gut. Ja, glaube ich, ja. Ja, schön, Olli. Also ich stoppe jetzt hier mal das Interview. Wir haben jetzt besprochen und die Folgen sollen auch einfach nicht zu lang werden. Bleib noch kurz dran, wenn wir die Aufzeichnung stoppen. Aber ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Wünsche dir viele Schüler, die das annehmen, die den Spaß am Spielen entdecken und vielleicht auch dann in der eigenen Familie weitergeben. Und Dankeschön, Frau. ja, das ist doch perfekt. Da bist du absolut authentisch. Ne? Ja, danke. Dann wünsche ich euch, dass ihr auf dem Blog natürlich weiter noch ganz viele Rezensionen zu den neuen Spielen habt, an denen ich mich dann orientieren kann. Ich hoffe, dass der Videokanal, den du hier betreibst, weiterhin so gute, unterhaltsame und attraktive Folgen produziert. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass es dem Verein gut geht, dass es euch allen gut geht und dass wir bald wieder zusammen spielen können. Ja, alles klar. Also Olli, danke dir. Bis dann. Bis dann, Paul. Mach's gut. Wenn ihr also selber Lehrer oder Lehrerin seid, habt ihr sicher eine Menge Anregungen hier aus dem Video übernehmen können und vielleicht könnt ihr das ein oder andere ja selber umsetzen. Das andere ist, vielleicht sind auch Eltern unter euch, die sich dann vielleicht in irgendeiner Form mal in der Schule einbringen wollen und die Brettspielbegeisterung an Kinder und vielleicht sogar an Lehrer und Eltern weitergeben wollen im Rahmen eines Elternabends oder wie auch immer. Der Ideen gibt es da viele. Also traut euch einfach mal, den jemanden anzusprechen und zu schauen, ob da was geht. Gut, dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss!